Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier mit Frodo bei Die Abenteuer des Aragorn. Herr der Ringe. In Knuffiland. Ja, ich betone das, aber ich fühle mich gerade echt wohl in dem Spiel. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ding hier super. Ich glaube, das sind die in der letzten Zeit die mit besten 4-5 Euro, was ich da investiert habe. Ich wollte ihn gerade anzünden, aber der hat sich nicht mehr anzünden lassen wollen. Ja, mit dem Schild hätte ich so einen Schildbrecher machen können, aber. Also muss ich hier irgendwo neben im Umfeld die Pilze finden. Ich glaube, ich bleibe aber mal beim Schild, weil wie gesagt, da habe ich halt meine Verteidigung, ne? Ach, das Aragorn-Auge haben wir hier auch, ne? Das ist ja nice. Also der eine Goblin ist echt weit geflogen. Dafür haben sie mir jetzt einen mitgegeben. Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Gibt's ja echt alle Nase lang irgendwelches Zeug. Ja, wir sind im Pilzwald, aber es gibt da keine Pilze, verdammt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dann gucken wir uns mal ein bisschen genauer um. Vielleicht sind die einfach bloß ganz gut versteckt. Hier ist, würde ich mal sagen, nix. Ihr seht. Ah! Was? Ach, das sind andere Pilze als die, die wir sowieso. Ah, okay. Nö, das soll ich mit dir. 2, 3. Pieks! Dicke, fette Tratsche. Wer den Ausspruch kennt. Glückwunsch, der kennt das Hörspiel von der Hobbit. Bezog sich da auch auf Spinnen tatsächlich. Ah, ich sehe. 4, ne? Jo. 5. Läuft, Leute. Ich gehe gerade immer hier. Und ja, ich bin bescheuert. Das sind, glaube ich, sogar Uruks, wenn ich so das an den Schildern sehe, weil das ist die weiße Hand. Von Saruman drauf gewesen. Merkst du selber, ne? War doof Idee. Sich hier mit Frodo dem Großen anlegen. Gehen wir mal zurück ins Dorf. Genug geschnetzelt, genug gesammelt. Ah, doch noch nicht genug geschnetzelt. Aber ey, gar keinen Sinn, ich die hau. Ich hab nichts davon. Ey, ich kriege in dem Spiel hier keine Erfahrungspunkte, nix, ne? Absack. Aber ein bisschen Abwechslung zum Rumrennen möchte man doch haben, ne? Holt man halt ein paar Orks bzw. Goblins bzw. Spinnen auf den Kopf. Nein, ich will die Krähen nicht töten. Ich habe kurz innegehalten, weil ich überlegt habe, aber nee. Hallo Frodo, hast du Lust mit mir und den anderen zu spielen? Was hast denn du für ein Spiel? Das wird lustig. Das Spiel heißt Kankras Höhle. Einer von uns ist Frodo Beutlin und die anderen sind schreckliche Spinnen. Okay. Wenn Frodo gewinnt, muss er gegen Kankra kämpfen. Die größte Spinne von allen. Machst du mit? Na, hau mal rein, oder? Komm, folge mir.
Dann dürften wir jetzt doch tatsächlich mal den richtigen Frodo sehen im Spiel. Wobei, was hat er als Bewaffnung? Stich, ein Schild dürfte Frodo ja eigentlich gar nicht haben. Einen Bogen würde er auch nicht haben. Aber er hat das Licht von der Elfenprinzessin, deren Name mir gerade entfällt. Der Rimmler schreibt das bestimmt in die Kommentare. Alle Büschen versteckt und warten auf uns. Du heißt Frodo, also spielst du Frodo Beutlin. Bist du bereit für Kankras Höhle? Aber 100 Pro. Dann kann es ja losgehen. Na gut. Die normalen Spinnen sind ja wirklich ein Witz. Aber eigentlich ist es Quatsch, dass wir, wie gesagt, ein Schild haben. Aber dem was man nicht so eng. Sind Kinder. Kinder haben lebhafte Fantasie. Hast du lebhaft wie meine? Aber ich bin ja auch bloß ein Kind im gefangen im Körper eines 40-Jährigen. So. Ah, Pfeile. Nicht schlecht. Vielleicht können wir die bei der Bossspinne brauchen. Jetzt werden sie schon einen Tacken größer, die Viecher. Mit dem Anvisieren nochmal. Ich kann die anzünden. Tatsächlich. Ah, der Block. Der reicht eigentlich auch. Alles. Alles locker. Da muss man hin. Ich finde es übrigens echt niedlich, dass die Kiddies die Abenteuer einfach nachspielen. Das ist super. Ist das schon Kankrab? Ich glaube es fast nicht. Obwohl die was auf dem Kasten hat. Kann er jetzt noch nicht so wirklich viel machen. Ich glaube, ich gehe mal auf den, auf die Fackel und weiche mal lieber aus. Scheiße. Mir das jetzt noch mal in der Fackel. Au, das tat ja richtig weh. Lass mal eine weg. Eine ist weg, eine ist weg. Alles cool. Ah, Lebensenergie. Sehr schön. Ah, diese nicht frei drehbare Kamera ist in diesen Kämpfen nicht so gerade nützlich. Was ist wieder da? Aber ich grüße die Down, Leute. Alles kein Thema. Also ein bisschen Block da mit der Fackel nehme ich auch. Na komm. Na komm. Aua. Au. Der tat weh. Jawohl. Kankras Down! Gemacht.
Danke fürs Mitspielen, Frodo. Bitte, bitte. Ich dachte, wir alle zusammen könnten dich schlagen, auch wenn du größer bist. Aber du bist zu gut. Jetzt habe ich Durst. Ob der dicke Bolger noch etwas Apfelsaft übrig hat? Wieso Apfelsaft? So der Scheiß. Apfelsaft. Na, hol dir den Apfelsaft. Trink's blach. Man könnte meinen, ich nehme dieses Spiel nicht allzu ernst. Nee, alles cool. Danke, dass du endlich mal den Schild ausrüstet. Rüsten tust, Frodo. Ist übrigens interessant, dass man tatsächlich eine Lebensenergieanzeige der Gegner hat, wenn man den Schild ausgerüstet hat. Und auf manuelle Anvisierung geht. Bei dir aber kein Dings der hier. So, alles fein. Jetzt kriegen wir noch nicht kaputt, ja! Kaputt! Da war gerade irgendwie der Dennis in mir. So falsch, wie das auch gerade klingen mochte. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Kaputt! Vias! Artacke! Ich hoffe, die lassen auch mal ein bisschen Kohle fallen hier! Die Pfeifen! Wieso nicht, ne? Hier, du auch noch. So. Feind der Goblins, yo. So könnte man das auch sehen. So, wir müssen zu dem dicken Bolger zurück. Damit er seine Pilze kriegt. Weil das sind die Nebenquests, die wir eigentlich vorher schon fertig hatten. Und eigentlich ist der Part schon fast zu Ende. Na, Moment. Das sind aber herrliche Pilze. Hier, bitteschön. 4 Silberpennys für deine Arbeit. Am geilsten schmecken die roten mit den weißen Punkten. Du warst eine echte Hilfe, Frodo. An dieses Fest wird man sich noch lange erinnern. Mhm. Vor allem, wenn du die Pilze, die ich dir mitgebracht habe, austeilst. Hey Leute, ich habe die Nebenquests habe ich durch. Das ist jetzt hier bloß noch der Bogenwettbewerb. Und die Feststände, die wir eigentlich schon mal alle irgendwo gemacht haben. Also, heißt, wir gehen zu Vater. Jo. Wir setzen die Geschichte fort. Da wird dann hoffentlich eine kleine Zwischensequenz kommen. Und endlich mal wieder ein Speicherpunkt. Tag, also, Vater. Wolltest du mit der Geschichte fortfahren? Jo. Du willst also, ja, ganz sicher. Es ist ein so schöner Tag, an dem man das Auenland erkunden könnte. So, wir haben einen Speicherpunkt, das ist gut. Ja, gehen wir heim. Tom Hüttinger kann sich hier sicher um alles kümmern. Natürlich machen wir das. Also dann, wo waren wir? Bruchtal! Ach ja. Die schwarzen Reiter verfolgten Arwen bis zu den Grenzen von Bruchtal. Aber sobald sie das Land der Elben erreicht hatte, stellte sie sich ihnen entgegen. Als die Reiter bei der Bruinenfurt versuchten, die Grenze zu überwinden, bediente sie sich der Magie des Landes, um eine gewaltige Flutwelle heraufzubeschwören, die die schwarzen Reiter wegspülte wie eine wilde Herde weißer Pferde auf der Flucht. Bis zum letzten Mann wurden sie hinweggeschwemmt. So, es geht nach Bruchtal, Leute. Oder wir sind im Bruchtal? Man weiß es nicht.
Ich glaube aber, wir sind schon im Bruchtal. Mal gucken. Nachdem die schwarzen Reiter besiegt waren, brachte Arwen Frodo sicher nach Bruchtal. Aber die Morgul-Klinge hatte ihn ernsthaft verwundet. Darum wurde er zu Elrond gebracht. Arwens Vater, dem besten Heiler im ganzen Land. Und während Herr Frodo sich erholte, reisten Streicher und wir andere nach Bruchtal, um ihm beizustehen. Ich muss tatsächlich sagen, Elrond sah tatsächlich gerade ein bisschen aus wie Mr. Smith, also der Schauspieler. Mr. Smith, weil er halt auch in Matrix Mr. Smith gespielt hat. Ach Gott, ey, das ist... jetzt ohne Scheiß, das ist eine richtig schöne Grafik. Also, technisch nicht, aber stimmig. So, ach, dann... Binne, wenn du hier sagst, du möchtest hier spazieren gehen, ja, ich clear dir ja alles und dann kannst du hier schön mit so einem Mann durch. Und ihr könnt euren Sonntagsspaziergang machen. Kann ich verstehen. Und ich glaube, für Rimnir wäre das hier auch was. Hammer. Allerdings, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir unseren Sonntagsspaziergang verschieben, Leute. Und ich sage an dieser Stelle wieder, haut rein, bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, die Abenteuer des Aragorn, Herr der Ringe. Macht es gut. Ciao.